Wir sind zurück bei Schnapp dir die Million. Bei mir ist immer noch die Ursula, die bereits 64.000 Mark erspielt hat. Ja, ich weiß. Sie wissen natürlich. Sind Sie aufgeregt? Nein, bisher war es ja sehr einfach. Es war sehr einfach bisher. Gut, dann wollen wir doch mal schauen, ob die nächste Frage Ihnen auch sehr leicht fällt. Ursula, es geht um 125.000 Mark. Sind Sie bereit? Bereit, wenn Sie es sind. Es geht um 125.000 Mark. Ja, das sagten Sie ja bereits. Und die Frage lautet, für das Geld lautet die Frage, welchen Beruf hatte Che Guevara erlernt? War er A, ein Physiker, B, ein Jurist? Arzt. War er C, ein Biologe? Arzt. Oder D, ein Arzt? Arzt. Sie sagen Arzt. Ursula, sind Sie sicher? Es geht um 125.000 Mark. Die Antwort lautet Arzt. Ich bin mir sicher und ich weiß, dass es um 125.000 Mark geht. Gut, Sie sagen also, Arzt ist der erlernte Beruf. Was habe ich gerade gesagt? Sie haben Arzt gesagt, Ursula. Dann können wir eigentlich davon ausgehen. Dann können wir davon ausgehen, dass Sie sich festlegen, Ursula, also Arzt ist die Antwort. Und das ist richtig, bravo. Danke. Sehr gut. Weiter, weiter. Dann kommen wir jetzt zur 250.000 Mark Frage. Schneller. Sie sind wohl ein bisschen ungeduldig. Jedenfalls geht es dabei um eine ganze Viertelmillion Mark. Sie können das ist absoluter Quatsch. Wieso? Entweder geht es um eine ganze Menge Geld oder es geht um eine Viertelmillion. Es geht niemals um ein ganzes Viertel. Was hatten Sie in Deutsch? Eine 2. Sind Sie sicher? Nein, ich bin nicht sicher. Möchten Sie Ihre Lehrerin anrufen? Nein, ich möchte die Lehrerin nicht anrufen. Möchten Sie mir eine Frage stellen? Ja, ich könnte Ihnen eine Frage stellen. Gut, dann stelle ich Ihnen jetzt eine Frage habe ich schon gesagt. Es wird sehr spannend. Gut, hier kommt die Frage. Wie viele Symphonien komponierte Peter Iljitsch Tschaikowski? Waren es A4? 6. Waren es 5? Es waren 6. 6? 6! Oder waren es... Gut. 6 Symphonien komponierte. Das ist Ihre Möglichkeit. Dann wollen wir doch mal sehen, ob das stimmt. Die Antwort ist richtig. Ich habe 250.000 Mark gewonnen. Juhu! Jetzt kommen wir zur 500.000 Mark Frage. Nein, vorher müssen Sie mich fragen, ob ich das Geld behalten möchte oder ob ich weiterspiele. Möchten Sie das Geld behalten? Weiter! Gut, Sie wollen also weiterspielen. Das ist auch überhaupt kein Problem. In einer kleinen Zeit können Sie. Also normalerweise möchten Sie mir jetzt eine Frage stellen? Ja, aber eigentlich stelle ich normalerweise die Frage. Ach, höre ich da wieder Worte? Und hier kommt Ihre 500.000 Mark Frage. 500.000 Mark, das wird sehr spannend. Ja? Wann war der Pariser Frieden? A. 1789, B. 1763, C. 1807 oder D. 1819? Ich möchte jemanden anrufen. Sie möchten vom Joker Gebrauch machen. Ja, da wendet sich das Blatt, Ursula, nicht? Es gibt ein Sprichwort, das heißt, Hochmut kommt vor dem Fall. Wen möchten Sie anrufen? Meinen Mann. Sie möchten Ihren Mann anrufen? Bitte, dann machen wir das mal. Mal sehen, ob der Sie aus dieser prekären Situation retten kann. Es ist immer Aufregung im Spiel, klar. Aber mal sehen, ob er Ihnen wirklich helfen kann. Es wäre ja schade, so kurz vorm Ziel. Mhm. Ja, Winterholler. Ja, hallo, hier ist die Sendung Schnapp dir die Million. Herr Winterholler, ich habe hier Ihre Frau sitzen. Na, die kann eine Frage nicht beantworten. Es Walter, gibt leichte Probleme. Walter, hallo, hör mal. Ich bin 20 Minuten früher zu Hause, ja? Na klar, wunderbar, toll, kein Problem. Wie läuft's denn? Sehr gut, sehr gut. Ich stehe kurz vor der Million. Also ich muss nur noch antworten, dass der Pariser Frieden 1763 war. Ne? Das ist hier wirklich...
hier wirklich alberner als beim Glücksrad. Kannst einfach schon mal die Nudeln aufsetzen, ja? Okay, mache ich. Tschüss. Gut, tschüss. Und? Hä? Haben Sie die Antwort verstanden? Mhm. 1763 ist richtig. Dann frage ich Sie, wollen Sie weitermachen oder wollen Sie... Sie wollen weitermachen. Gut, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Es geht um 1 Million Mark. Hier ist die Frage. Wie lautet die Wurzel aus 234? 15,297085. 15,297085 ist richtig. Wie, Sie sind doch... Wer sind Sie? Was? Wie? Ja, wo bin ich? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht... Entschuldigung. Warnung. Wir möchten nochmals in aller Deutlichkeit vor dem Gebrauch der Wurzel aus 234 warnen. Diese Zahl kann Ihr Gedächtnis auslöschen. Ziehen Sie nicht die Wurzel. Merken Sie sich nicht das Ergebnis. Denken Sie an die Folgen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.